Liebe Zuschauer, wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Wir sind's, Zetos Gaming TV, auf dem Kanal von Kitfisto5555. Und heute machen wir 10 Fakten über Luminara und Dulli. Viel Spaß dabei! Fakt 1: Luminara gehört der Spezies der Mirialana an. Sie ist weiblich, hat schwarze Haare und blaue Augen. Luminara hat eine Körpergröße von 1,70 Meter und ein Gewicht von 56,2 Kilogramm. Besondere Merkmale sind die Tätowierungen am Kopf. Jetzt geht es weiter mit Fakt 2. Sie ist 58 VSY auf dem Planeten Mirial geboren. Ihre Machtbegabung wurde schon sehr früh entdeckt und als sie noch sehr jung war, wurde sie nach Coruscant gebracht, um als Jedi ausgebildet zu werden. Fakt 3. Nachdem Luminara sich jahrelang intensiv mit dem Studium der Jedi und der Macht auseinandergesetzt hatte, wurde sie zur Jedi-Meisterin. Sie nahm Bevis Uffe als Padawan an und sie wurden sehr gute Freunde. Fakt 4: Als im Jahr 22 VSY der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, sein Schüler Anakin Skywalker und die Senatorin Padma Amidala vom ehemaligen Jedi und dann Sith Count Dooku entführt wurden, gehört Luminara zu den 200 Jedi, die von Mace Windu angeführt wurden, um die drei zu retten und Dooku zu stellen. In diesem Kampf starben sehr viele Jedis, doch Luminara und Bevis Uffe konnten diesen Kampf überleben. Dies ereignete sich auf dem Planeten Geonosis in der Arena der Gerechtigkeit aus. Nach diesem Kampf brachen die Klonkriege aus. Fakt 5: Nachdem Padme Nut Gunwale auf dem Planeten Rodia gefangen nehmen konnte, kam dieser in die Obhut von Luminara und Ahsoka. Da dieser im Verhör nichts sagen wollte, bedrohte Ahsoka ihn mit dem Lichtschwert. Dadurch war Nut Gunwale bereit zu verhandeln. Doch die Separatisten griffen an, damit er keine Aussage machen konnte und um Nut Gunwale zu befreien. So mussten Luminara und Commander Gwi gegen B2 Superkampfdroiden kämpfen. Nachdem die Droiden besiegt waren, drang Asei Ventress in den Gefängnisblock ein. So kämpften Luminara gegen Asei. Die Jedi wurde fast von der Attentäterin getötet, doch Ahsoka konnte sie in letzter Sekunde retten. Weiter geht's mit Fakt 6. Luminara hatte ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Padawan Bevis Uffe. Sie schätzte Bevis sehr und sprach sie öfters mit »Meine Liebe« an. Außerdem sorgte sie sich sehr um Bevis und beschützte sie in Notsituationen. Fakt 7: 19 VSY wurde sie auf dem Planeten Kashyyyk entsandt, um die Bewohner vor der Versklavung der Separatisten zu retten. Als sie jedoch gerade am Heilen der Verwundeten war, wurde die Order 66 ausgeführt und die Klonkrieger töteten sie. Fakt 8: Trotz des Todes von Luminara bekamen die Rebellen der Ghost 5 VSY die Nachricht, die sagt, dass Luminara noch am Leben ist. So wollten die Rebellen die Jedi-Meisterin befreien, damit sie Ezra Bridger trainieren kann. Allerdings war es eine Falle des Inquisitors, der ein altes Holocron benutzte. Jetzt kommt Fakt 9. Luminara könnte sich vom lateinischen Lumen ableiten. Das bedeutet Licht. Und Unduli leitet sich vielleicht vom englischen Underlight, was so viel wie Schlangen bedeutet. Fakt 10, damit der letzte Fakt. Sie kommt den Angriff der Klonkrieger, die Rache der Sith und in Star Wars The Clone Wars vor. In Episode 2 wurde sie von Mary Oyaya gespielt und in Episode 3 von Faye David. Wir wollten uns nochmal ganz herzlich bei Kitfisto5555 bedanken, dass wir auf seinem Kanal sein durften und ein Video hochladen durften. Und ja, das war's eigentlich. Wenn ihr Bock habt, schaut mal bei uns vorbei und lasst uns bitte gute oder schlechte Kritik da, was wir noch verbessern könnten und so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.